Nico ist gerade einmal 2 Jahre alt, als er stirbt. Und das, weil er nicht genug zu essen und zu trinken bekommen hat. Angeklagt ist die Mutter des Kindes. Der 40-Jährigen wird vorsätzliche Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Dann kommt es zu Mangelerkrankungen und dann schließlich zum Organversagen und schließlich zum Tod. Das Jugendamt ist informiert, hat Kontakt. Aber selbst 3 Wochen vor dem Tod des 2-Jährigen hatte niemand Auffälligkeiten bemerkt. Der Jugendamtsmitarbeiterin ist nichts aufgefallen, sie hätte nur hingucken müssen. Wie kann es sein, dass ein Kind verhungert und verdurstet, obwohl es unter der Beobachtung des Jugendamtes steht? Bei wem liegt die Verantwortung? Am Abend des 23. Februar 2014 bringt eine Mutter ihre 9 Monate alte Tochter in eine Notfallpraxis. Die kleine Vanessa soll einen Magen-Darm-Infekt haben. Doch als der zuständige Arzt das Baby sieht, ruft er sofort den Rettungsdienst, der sie dann in die Kinderklinik nach Arnsberg fährt. Vanessa ist schwer ausgetrocknet, wirkt apathisch und hat eine eingesunkene Bauchdecke. Sie wiegt nur noch 4,5 Kilo. Etwas weniger als das Doppelte wäre in dem Alter normal. Die Ärzte und Ärztinnen kämpfen mit allen Mitteln um Vanessas Leben und können es gerade noch so retten. Einen Tag später bringt dieselbe Mutter ihren 2-jährigen Sohn Nico in die Klinik. Sein Zustand ist noch viel schlimmer. Nico ist so apathisch, dass er keine Reaktion mehr zeigt. Seine Augen sind verdreht und er öffnet sie nur ganz selten. Die Ärzte geben alles, doch im Gegensatz zu seiner Schwester überlebt Nico nicht. Die Ärzte kämpfen vergebens. 12 Stunden, nachdem der Kleine eingeliefert worden ist, stirbt er. Die Bilder, die dem Gericht vorliegen, zeigen ihn nur mit Haut und Knochen. Er war ausgetrocknet, hatte nur noch ein Gewicht von 5,6 Kilo. 10 Kilo mehr wären normal. Dr. Jila Schauerte arbeitet heute in der Klinik, in die die Geschwister damals eingeliefert wurden. Was passiert im Körper eines Babys oder eines Kleinkindes, wenn es über einen längeren Zeitraum hinweg unterernährt ist? Bei sogenannten Verhungern kommt es ja dazu, dass der Körper einfach zu wenig Nährstoffe bekommt und der Körper versucht dann noch sehr, sehr lange durch das Absenken von dem Energieverbrauch den Nahrungsmangel auszugleichen. Der Stoffwechsel, der wird verlangsamt, der Körper schaltet quasi auf Abbau der Energiereserven um. Und das kann sich über einen sehr langen Zeitraum hinziehen. Erst wenn diese Reserven aufgebraucht sind, dann kommt es zu Mangelerkrankungen und dann schließlich zum Organversagen und schließlich zum Tod. Doch wie konnte es so weit kommen? Dafür müssen wir NRW erstmal verlassen, denn die Geschichte beginnt schon viel früher. Hier ein Rückblick. Es ist 1998 in einem kleinen Dorf in Sachsen. Sabine H. bringt ihr erstes Kind zur Welt. Die 21-Jährige ist ungeplant schwanger. Von einem Mann, mit dem es schon seit 2 Jahren kompliziert ist und der sich gerade erst von ihr getrennt hat. Als der kleine Sohn Ben 1,5 Jahre alt ist, kommen die Eltern wieder zusammen. Mit fatalen Folgen, denn laut Gericht verhält sich ihr Lebensgefährte Mark L. zunehmend aggressiv und gewalttätig. Trotzdem bekommt sie insgesamt 9 Kinder mit ihm. Die Familie zieht oft um, lässt sich außer in der Schule und im Kindergarten nur selten irgendwo blicken. Doch es gibt Auffälligkeiten und Zwischenfälle, Streit mit den Nachbarn, Gerüchte über häusliche Gewalt durch den Vater. Was besonders erschreckend ist, der älteste Sohn Ben, zu dem Zeitpunkt etwa 14 Jahre alt, geht sogar selbst zum Jugendamt und sagt, dass sein Vater ihn regelmäßig und seit Jahren schlägt. Er will nicht mehr nach Hause und kommt deswegen in eine Wohngruppe in Sachsen. Stefan Lukas, Sabine Haas späterer Verteidiger, kennt die Familienhintergründe gut. Es ist, glaube ich, in Wahrheit gar nicht vorstellbar, wie dieses Familienleben war. 9 Kinder, wir sprechen von 9 Kindern und einer Mutter, die dann zum Ende hin alleinerziehende Mutter war. Welche Rolle hatte der Vater? Etwas zynisch möchte man sagen, keine. Mhm. Oder wenn eine Rolle, die der Familie nicht gut getan hat. Er ist ja Vater von allen Kindern, aber er hat sich wahnsinnig wenig um die Kinder gekümmert. Schon als das erste Kind auf der Welt war, fiel auf, dass er immer mehr an seinem Computer hing. Nicht um da große Geschäfte zu machen, er hat einfach gezockt. Er hat, so sagt es meine Mandantin, den ganzen Tag gezockt und sich um die Familie
praktisch nicht gekümmert. Wenn er sich gestört gefühlt hat, das ist jetzt der Zeitraffer, sehr zusammengerafft von mir. Aber es wurde immer schlimmer, sagt sie. War es so, dass er rumgebrüllt hat, gepoltert hat. Und es ging so weit, das hat er selbst bei Gericht eingeräumt, dass er auch handgreiflich geworden ist gegenüber den Kindern, gegenüber der Mutter. Die Familie wird vom Jugendamt betreut. Die achtfache Mutter hat das alleinige Sorgerecht für alle Kinder. Sie selbst hat aber Probleme, Hilfe anzunehmen. Häufig sagt sie kurzfristig Termine und Besuche vom Jugendamt ab, begründet das mit Krankheit und Arztbesuchen. Wenn es dann zu Besuchen kommt, fällt einiges positiv auf. Die Kinder haben eigene Zimmer, es ist genug Essen im Haus und die Mutter geht sehr liebevoll mit den Kindern um. Aber es ist teilweise dreckig und die Familie lebt zurückgezogen. Ende 2012, Anfang 2013 verschlechtert sich die Situation drastisch. Die Kinder sind dünn, blass und häufig krank. Einmal sagt das Jugendamt, die Familie solle Kot von den Wänden wischen. Als im Mai 2013 die Geburt des 9. Kindes ansteht, organisiert das Jugendamt eine Familienhilfe. Diese soll die Wohnsituation der Kinder verbessern und Sabine H. mit dem Baby unterstützen. Einen Monat später, Sabine H. hat gerade ihr 9. Kind bekommen, beschließt sie, sich von Mark L. zu trennen. Nachdem sich die Angeklagte vom Vater der Kinder getrennt hat, zieht sie in ein Dorf bei Winterberg. Der älteste Sohn Ben bleibt in der Wohngruppe in Sachsen. Auch der arbeitslose Vater bleibt dort. Er sagt, er nimmt an einem Programm des Jobcenters teil. Jedes zweite Wochenende darf er seine Familie in NRW besuchen. Laut Urteil kümmert er sich dann um die älteren Kinder, aber nicht um die beiden Kleinen. Bevor meine Mandantin zum letzten Mal vor der Tat umgezogen ist, hatte das Jugendamt, das bislang zuständig war, dem nun zuständigen Jugendamt geschrieben, sinngemäß, man möge ein besonderes Auge auf die Familie werfen, die Kinder seien auffallend dünn zum Teil. Im Schreiben heißt es außerdem, dass die neugeborene Vanessa zwar als untergewichtig, aber nicht stationär behandelbar eingestuft wird. Weiter heißt es: Das Jugendamt teilte mit, dass es immer wieder anonyme Mitteilungen zu Kindeswohlgefährdungen gab, die jedoch nicht festgestellt wurden. Deutlich war, dass die Familie nicht in der Lage war, dauerhaft in dem großen Haushalt für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. Außerdem stünde die Mutter Hilfen ablehnend gegenüber. Wörtlich heißt es: Nach unserer Einschätzung benötigt die Familie dauerhaft Anleitung und Unterstützung bei der Betreuung, Versorgung und Förderung der Kinder sowie der Organisation des großen Haushalts. Eine Sozialarbeiterin wird vom Jugendamt beauftragt, die Familie zu betreuen. Später muss sie sich vor Gericht verantworten. Clara L., eine 28-jährige Mitarbeiterin des Jugendamtes, ist von nun an für den Fall zuständig. Wir fragen beim zuständigen Jugendamt, ihrem Arbeitgeber, an, bekommen aber nur ein schriftliches Statement. Seinerzeit wurde die Organisation und personelle Ausstattung des Jugendamtes durch das Landesjugendamt betrachtet. Positiv hervorgehoben wurde, dass fast alle Stellen mit Vollzeit arbeitenden Fachkräften besetzt waren. Im Ergebnis wurden damals durchschnittlich 35 Fälle Hilfe zur Erziehung pro Mitarbeiter betreut. Clara L. gibt aber an, sie habe 169 Fälle betreut. Sie gibt den Fall zuerst vorschriftsgemäß an den Kinderschutz weiter. Das ist ein Spezialdienst des Jugendamtes, der eingeschaltet wird, wenn Verdacht auf Kindeswohlgefährdung besteht. Der Kinderschutz füllt anhand des Schreibens des vorherigen Jugendamtes einen Bewertungsbogen aus. Das Ergebnis: für die kleine Vanessa liege aufgrund ihres geringen Gewichts eine mittlere bis hohe Gefährdung vor. Kurz darauf nimmt sie an Gewicht zu und wird nicht mehr als gefährdet eingestuft, so wie all ihre Geschwister. Damit, und das ist wichtig, konnte das Jugendamt zu diesem Zeitpunkt keine Kindeswohlgefährdung feststellen. Clara L. besucht die Familie Anfang August zum ersten Mal, zusammen mit einer Kollegin vom Kinderschutz. Sie besprechen mit Sabine H. unter anderem die Schulanmeldungen. Die älteren Kinder sollen in Winterberg in die Schule gehen, die jüngeren Kinder kommen zu einer Tagesmutter. Die beiden Kleinsten, Nico und Vanessa, bleiben bei der Mutter. Clara L. und die Kollegin vom Kinderschutz schauen sich das Haus an. Clara L. sieht Nico zum ersten Mal. Allerdings nur vom Weiten. Er sitzt in seinem Laufstall. Was sie dadurch nicht sieht, ist, dass Nico motorisch total unterentwickelt ist. Mit 2 Jahren kann er immer noch nicht frei laufen. Er kann sich nur hochziehen und mit Stütze ein paar Schritte gehen. Außerdem sollte er längst stückige Nahrung essen können. Normalerweise können Kinder das schon ein halbes Jahr früher. Nico aber verschluckt sich immer, weswegen er nur Brei bekommt. Laut Gericht soll er eine Futterstörung haben. Eine Futterstörung liegt dann vor, wenn ein Baby oder ein Kleinkind
beim Stillen oder beim Füttern immer wiederkehrend Ablehnung zeigt, bis hin zur völligen Verweigerung. Und das nimmt dann keine ausreichenden Nahrungsmengen zu sich. Die Ursachen sind vielfältig. Es kann an Erkrankungen wie Sodbrennen oder Empfindlichkeiten im Mundbereich liegen, wodurch das Kind Essen als unangenehm empfindet. Auch Entwicklungsstörungen oder Autismus können der Grund sein. Es liegt aber oft auch eine Störung in der Eltern-Kind-Beziehung zugrunde. Also zum Beispiel, wenn besorgte Eltern einfach immer viel zu viel Druck ausüben beim Füttern. Das setzt sich oft fest und oft sind die Faktoren einfach vielfältig. Ich treffe Nadi Mirian. Sie ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und beschäftigt sich viel mit dem Thema Kindeswohlgefährdung. Wenn ein Kind mit fast 2 Jahren immer noch nicht frei laufen kann und den Kopf gegen den Stuhl schlägt, wie lassen sich diese motorischen Rückschritte aus psychologischer Sicht erklären? Also grundsätzlich ist erstmal festzuhalten, dass so Störungen der Motorik verschiedene Ursachen also hervorgerufen werden, zum Beispiel organische Ursachen, Störungen, also Reifungsverzögerung des zentralen Nervensystems, Fehlbildung der Chromosomen, also Chromosomanomalien. Oder auch Mangelernährung, dann haben wir die psychischen Einflüsse dahingehend, dass die Kinder halt wirklich die Privationsbedingungen ausgesetzt sind. Das heißt sozial isoliert, nicht viel mit Gleichaltrigen zu tun haben, zu Hause nicht genug gefördert werden. Oder halt auch so psychosoziale Einflüsse, wie zum Beispiel gestörte Familienverhältnisse. Das mit dem Kopf gegen die Wand oder auch so gegen den Laufstall schlagen, das ist häufig so. Kinder können ja ihre Gefühle nicht so gut verbalisieren. Das heißt, wenn sie zum Beispiel ein etwas schwereres Gefühl wie Wut empfinden, hat das häufig so eine Form von Emotionsregulation. Weder Clara L. noch die Kollegin vom Kinderschutz schauen sich die Kinder genauer an. Trotzdem bescheinigen sie nach diesem ersten Besuch schriftlich, dass der Entwicklungszustand von allen Kindern in Ordnung sei. Ein erster Fehler, der für beide Frauen keine rechtlichen Konsequenzen hat, weil Nikos Tod mit dieser Unachtsamkeit nicht zusammenhängt. Trotzdem hätte bereits da etwas auffallen und der Tod womöglich verhindert werden können, so das Gericht später. Clara L. besucht die Familie kurz darauf noch einmal. Sie bietet Sabine H. weitere Hilfe an, die sie aber ablehnt. Danach macht Clara L. über Monate hinweg Besuchstermine mit Sabine H. aus. Sie telefoniert ihr hinterher, steht unangekündigt vor ihrer Haustüre, doch niemand macht ihr auf. Sabine H. sagt alle Termine ab, mit der Begründung, ihre Kinder seien krank oder müssen zum Arzt. Welche Gründe könnte eine Mutter haben, die Hilfe vom Jugendamt abzulehnen? Wir haben ja in unserer Gesellschaft grundsätzlich so Stigmatisierungsprozesse. Wir haben ja sehr häufig die Mutterrolle dahingehend, die Mutter, die alles schaffen muss, die alles machen muss. Und ich glaube, über diese Tabuisierung dessen, dass die Mutter auch überfordert sein darf, dass das nicht angesprochen wird, kann es dazu führen, denke ich mal, dass so eine Art Scham und Schuldgefühle aufkommen, wenn man denkt, okay, ich brauche gerade Hilfe. Weiterer Grund ist natürlich so diese nicht vorhandene Wahrnehmungssensibilität. Das Jugendamt wird häufig, und das sagen mir Eltern auch, so mit mein Kind wird weggenommen assoziiert. Das ist so die erste Kognition. Das heißt, wir sind dahingehend gar nicht gebildet genug, also haben uns nicht medial weiterbilden lassen, dass das Jugendamt ja die Funktion hat, unsere Kinder zu schützen und zu helfen und zu unterstützen. Ein wichtiger Punkt, Sabine H. musste nicht mit dem Jugendamt kooperieren, weil diese Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis beruht. Und das, weil eben keine Kindeswohlgefährdung eingestuft wurde, trotz Warnungen vom vorherigen Jugendamt. Vom Jugendamt, bei dem Clara L. arbeitet, heißt es dazu: Eine Beratung ist freiwillig und gestaltet sich oftmals prozesshaft. Und somit ist auch die Mitwirkung der Sorgeberechtigten für die Ausgestaltung von Leistungen der Jugendhilfe richtungsweisend. Hier wurden der Familie immer wieder anlassbezogene Hilfen und Unterstützungsangebote unterbreitet. Prozesshaft bedeutet, es muss zunächst eine Basis für eine Zusammenarbeit geschaffen werden. Laut Clara L. seien ihr bis dahin die Hände gebunden gewesen, weil Sabine H. sich nicht helfen lassen wollte. Die 28-Jährige ließ durch ihren Anwalt mitteilen, dass in der Öffentlichkeit, aber auch in Teilen der Justiz nur sehr vage Vorstellungen darüber bestünden, was die Möglichkeiten und Grenzen einer Fachkraft des Jugendamts in der Arbeit mit Familien seien.
Auch von ihrem Arbeitgeber habe sie sich alleingelassen gefühlt. Auf die Frage, ob das Jugendamt explizit bei Clara L. nachgefragt habe, ob die Familie Hilfe zulasse, heißt es: Details können aus der Aktenlage nicht nachvollzogen werden. Dieselbe Antwort folgt auf die Frage, ob regelmäßig Sitzungen stattgefunden haben, bei denen der Fall besprochen wurde. Erst 5 Monate nach den ersten beiden Besuchen im Januar 2014 lässt die Mutter es zu und Clara L. sieht die Familie wieder. Und dieser Besuch bringt Clara L. später vor Gericht. Der Anlass ist der älteste Sohn Ben, der inzwischen auch im Sauerland bei seiner Familie wohnt. Seine Schulpädagogin berichtet dem Jugendamt von häuslicher Gewalt während der Besuche des Vaters. Clara L. will überprüfen, ob bei Ben eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Sie spricht mit Sabine H. über Ben, aber auch darüber, dass sie das Gefühl hat, dass die neunfache Mutter mit der Erziehung überfordert sei. Sie bietet ihr Hilfen wie stationäre Maßnahmen an. Sabine H. lehnt ab. Während des Besuchs schläft Nico im Nebenraum. Die kleine Vanessa sitzt auf dem Schoß ihrer Mutter und ist offensichtlich krank. Clara L. weist auf die rote Nase des Babys hin. Sabine H. sagt, dass Vanessa erkältet sei und seit Wochen ein Virus in der Familie rumgehe. Nach dem Gespräch füllt Clara L. einen Bewertungsbogen aus. Sie kreuzt keine Gefährdungsstufe an. Aber im Urteil heißt es, spätestens bei diesem Besuch lag objektiv eine Kindeswohlgefährdung vor, jedenfalls für Nico. Vanessa und Nico müssen da schon erheblich unterernährt und unterentwickelt gewesen sein. Hätte die Tragödie verhindert werden können, wenn Clara L. sich Nico an diesem Tag angeschaut hätte? 3 Wochen nach dem Besuch. Nico fängt freitags an, seine Nahrung auszuspucken. Er möchte gar nichts mehr zu sich nehmen. Laut Angaben von Sabine H. hat er am Tag darauf zwar noch gespielt und kein Fieber gehabt, danach habe sich aber der Zustand von ihm und Vanessa drastisch verschlechtert. Trotzdem bringt sie Nico erst Montag, 3 Tage nachdem er angefangen hat, nichts mehr zu essen, in die Klinik, wo Nico stirbt. Nach dem Tod des Zweijährigen wird Sabine H. im Eilverfahren sofort das Sorgerecht für alle Kinder entzogen. Sie werden in verschiedenen Einrichtungen untergebracht. Dann beginnt ein langwieriger Prozess. Erst gegen Sabine H. und dann auch gegen Clara L. Was wurde Sabine H. vorgeworfen? Die Frage ist insofern schwer zu beantworten, weil juristisch sich etwas getan hatte während des Prozesses. Ursprünglich war der Vorwurf ganz klar fahrlässige Tötung gegenüber dem verstorbenen Sohn und fahrlässige Körperverletzung gegenüber der Tochter, die ja nachweislich gesundheitlich gelitten hatte. Der Prozess hatte angefangen beim Amtsgericht. Ich war damals noch nicht drin, das war ein anderer Anwalt damals. Und am 2. oder 3. Tag entschied der Richter, dass er nicht mehr zuständig ist. Er war jetzt der Überzeugung, es könnte auch sein, dass das nicht nur Fahrlässigkeitstaten waren, sondern dass die Mutter sehenden Auges Tochter und Sohn hat leiden lassen und der Sohn dann sogar dann auch noch im Ergebnis eben gestorben ist. Das nennt man dann bei dem Sohn Körperverletzung, vorsätzliche gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge und bei der Tochter vorsätzliche gefährliche Körperverletzung. Und weil wir jetzt hier diese Vorsatztat mit drin hatten, war das ein Fall fürs Schwurgericht, wo auch Mord und Totschlag verhandelt wird. Der Prozess wird komplett neu aufgerollt. Und wie schon im Amtsgericht Medebach erscheint die mittlerweile 10-fache Mutter vermummt mit Perücke und Brille zur Verhandlung. Sie will sich der Öffentlichkeit so gut es geht entziehen. Denn die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft wiegen schwer. Wie erklärt Ihre Mandantin den Tod ihres Sohnes? Sie hatte immer sehr dünne Kinder gehabt. Sie wusste, dass beide Kinder sehr dünn sind. Und sie hatte immer auf dem Standpunkt in dem Prozess gestanden, ich habe das nicht erkannt. Ich hätte es erkennen müssen, ich habe deswegen natürlich Fehler gemacht. Aber sagt mir der Mutter bitte nicht, ich habe das einfach laufen lassen, obwohl ich erkannt habe, dass es den Kindern wirklich schlecht geht. Und da gab es eine Kehrtwende im Prozess. Zum Ende hin hat sie gesagt, doch, ich habe erkannt, dass es ihnen schlecht geht, habe es nicht ernst genug genommen. Im Juni 2018 fällt das Urteil. Die Angeklagte wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen und gefährlicher Körperverletzung durch Unterlassen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Im Urteil wird deutlich, dass die Kinder zum Zeitpunkt von Nikos Tod keinen Magen-Darm-Virus hatten, wie von Sabine H. angegeben. Sie haben mindestens an einer 3-monatigen Nahrungsunterversorgung gelitten. Auf die Frage, ob die Kinderärztin nichts hätte bemerken müssen, gibt es eine simple Antwort. Sabine H. war mit den beiden kleinsten Kindern in Winterberg nur einmal beim Kinderarzt. Im Dezember 2013 wurde Vanessa wegen einer akuten Durchfallerkrankung untersucht. Nico saß in seinem Kinderwagen
getragen und wurde nicht angeschaut. 2 Monate vor seinem Tod. Kurz nach Nikos Tod kommt der Verdacht auf, dass die Jugendamtsmitarbeiterin ihren Job nicht richtig gemacht hat. Ihr Prozess startet im April 2015. Der Jugendamtsmitarbeiterin ist nichts aufgefallen. Sie hätte nur hingucken müssen. Der Vorwurf, fahrlässige Tötung im Fall Nico und fahrlässige Körperverletzung im Fall Vanessa. Die Anklage ist der Meinung, hätte Clara L. sich Nico einmal angeschaut, hätte sein Tod verhindert werden können. Sie sei ihrer Pflicht, die Kinder zu schützen, nicht nachgekommen. Rechtlich geht es um die Frage, ob Clara L. die Garantenstellung innehatte. Können Sie mir sagen, was Garantenstellung bedeutet und wieso hatte die Mitarbeiterin des Jugendamts eben so eine für die Kinder? Es ging ja hier um die Frage, hatte diese Jugendamtsmitarbeiterin eine Pflicht gehabt, zu helfen? Jetzt ist es erstmal so, grundsätzlich soll jeder helfen, wenn irgendwas Ungutes passiert. Aber dann gibt es manche Personen, die per se eine Pflicht haben, helfen zu müssen. Die Eltern haben eine besondere Pflicht, ihren Kindern zu helfen. Und eine Jugendamtsmitarbeiterin hat aus ihrem Amt heraus eben auch eine besondere Pflicht, wenn sie da eingeteilt ist, für eine Familie da zu sein und aufzupassen. Und so war das hier. Das Jugendamt war informiert worden von einem anderen Jugendamt, das vorher zuständig war, dass man ein besonderes Augenmerk auf meine Mandantin und die Familie legen muss. Und damit war klar, dass aus dem Amt heraus diese zuständige Dame eine besondere Pflicht hat zu helfen. Obwohl sie selbst nichts falsch gemacht hat, also was die Ernährungsfragen anbelangt, hatte sie diese Pflicht gehabt, im Besonderen dazwischen zu gehen, wenn bei den Kindern irgendwas nicht rund läuft, wenn sie immer dünner werden, wenn sie schlecht ernährt sind und so weiter. Das Gericht kommt zu dem Schluss, Clara L. hatte die Garantenstellung inne und hat ihre Pflichten verletzt. Deshalb wird sie zunächst wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten auf Bewährung verurteilt. Doch ihr Verteidiger geht in Revision. Das Landgericht stellt zwar auch eine Mitschuld fest, aber das Urteil fällt milde aus. Weil Clara L. nur 2,5 Jahre Berufserfahrung hatte und ihr das Vorgehen wohl so beigebracht wurde, muss sie wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassens 3.500 Euro zahlen. Auch als sie erneut in Revision geht, bleibt es bei der Geldstrafe. Wie sehen Sie das, dass nur eine Sozialarbeiterin vor Gericht kam und nicht das Jugendamt auch zur Rechenschaft gezogen wurde? Ich sage mal, dass das jetzt alles an ihr alleine gelegen haben soll, an dieser einen Dame, dass die, wenn sie dann eben nicht genügend guckt, so viel Schaden anrichten kann und nicht, ich sag mal, da Korrektive womöglich drin sind, da wird man doch vermutlich insgesamt mal fragen müssen, ob das von den strukturellen Überlegungen bei diesem Amt, ob das alles so ausgefeilt ist. Würden Sie sagen, man hat in diesem Fall auch versucht, die Schuld auf andere abzuwälzen, wie jetzt beispielsweise die Mitarbeiterin des Jugendamtes? Meine Mandantin trägt allein die Schuld für den Tod des Kindes. Und dann gibt es eine weitere Institution, die in dem Moment, wo jemand sich so schuldig macht, eingreifen soll. Die dann zuständig ist, wenn eine Mutter es nicht schafft, für ihr Kind so da zu sein. Ganz egal, ob vorsätzlich oder fahrlässig, nicht genügend da zu sein, gibt es eine Pflicht, in dem Fall für das Jugendamt, für die zuständige Mitarbeiterin einzugreifen. Und man kam zu dem Schluss, nein, sie ist dieser Pflicht nicht vernünftig nachgekommen. Das schmälert aber nicht den Vorwurf gegen meine Mandantin. Es ist nur bedauerlich, dass eine zweite Möglichkeit, wie dem Kind hätte geholfen werden, auch nicht funktioniert hat. In erster Linie geht es hier aber um den kleinen Nico, der so früh gestorben ist. Wie können wir sowas verhindern? Welche Anzeichen gibt es, die auf Unterernährung hindeuten? Also worauf kann man da achten? Also ein unterernährtes Kind zeigt meist ein unangemessenes Gewicht im Verhältnis zu seiner Körperlänge. Das kann aber insgesamt auch einfach zu klein und zu zart für sein Alter sein. Meistens erkennt man es daran, dass die Beinchen und die Arme sehr, sehr dünn sind, während der Bauch auch sehr, sehr ausladend sein kann. Das ist eben ein sogenannter Hungerbauch. Da darf man nicht darauf schließen, dass dieses Kind genügend zu essen bekommt. Das ist aber auch so, dass Kinder, die unterernährt sind, meistens sehr, sehr reizbar sind und auffallend müde sind, weil sie ja auch einfach diese Kalorien nicht so zur Verfügung haben, um eben diese Leistungen, die der Körper dadurch machen muss, dann zur Verfügung zu stellen. Und die Kinder wirken einfach nicht altersentsprechend entwickelt.
Die können in der Regel dann sich erst später drehen, die können erst später sitzen, sich hochziehen, laufen, sprechen. Die sind oft sehr, sehr stark infektanfällig. Und auffallend ist auch meistens, dass Eltern von vernachlässigten Kindern diese oft den Blicken von Außenstehenden versuchen fernzuhalten, um halt nicht aufzufallen. Und wenn man ein Kind, was man vorher eigentlich in der näheren Umgebung oft gesehen hat, irgendwie kaum noch zu Gesicht bekommt und die Eltern darauf angesprochen irgendwie gar keine hinreichende Erklärung dafür bieten können, da sollte man auf jeden Fall aufmerksam werden und auf sein Bauchgefühl hören. Wenn man die dann darauf anspricht irgendwie und die von dem ständig kranken Kind oder auch von mehreren berichten, dann sollte man ihnen die eigene Hilfe anbieten und zum Beispiel nach dem behandelnden Kinderarzt oder der behandelnden Kinderärztin fragen. Wenn sich Eltern nicht helfen lassen wollen, kann man sich an das Jugendamt oder die Kinderschutzambulanz wenden. Welche Anzeichen gibt es generell bei Kindeswohlgefährdung? Also grundsätzlich ist bei Kindeswohlgefährdung erstmal festzuhalten, dass es halt wirklich die Unkenntnis der Eltern beschreibt, dahingehend, dass sie das Kind halt emotional, also psychisch, kognitiv und auch körperlich vernachlässigen. Wenn man sieht, dass das Kind immer dieselben Klamotten trägt, ungewaschene Haare hat, die Fingernägel dreckig sind. Kinder, die emotional vernachlässigt werden, haben häufig eine gestörte Nähe-Distanz-Beziehung. Das heißt, sie gehen zum Beispiel zu Fremden direkt auf den Schoß, sind sehr offen. Und auch Hyperaktivität, Konzentrationsschwierigkeiten sind sehr häufig und aggressives Verhalten. Wer schützt und unterstützt Mütter, Väter, Familien generell genau in solchen Situationen? Also grundsätzlich Familien, jetzt Elternberatungsstellen haben wir, die auch sehr interdisziplinär aufgestellt sind. Kinderärzte finde ich auch immer sehr wichtig, weil dieser dann halt sehr gut weiterleiten kann und halt ein sehr gutes Netzwerk hat mit Ergotherapeuten zum Beispiel, Physiotherapeuten, wenn es zum Beispiel um motorische Rückschritte geht oder auch an Psychotherapeuten. Des Weiteren haben wir für Mütter in Notsituationen tatsächlich die Frauenhäuser, die sind sehr hilfreich, dass wenn eine Mutter häusliche Gewalt erlebt, dass sie dort halt einen Schutzraum hat. Auch wenn es hier viel Kritik am Jugendamt gibt, ist der Fall eine Ausnahme. Meistens finden Eltern beim Jugendamt Hilfe. Diese wurde hier auch angeboten, aber von Sabine H. abgelehnt. Das Jugendamt ist auch sehr, sehr gut pädagogisch aufgestellt dahingehend, Familien in ihren Ressourcen wieder zu stärken oder auch zu unterstützen. Das betroffene Jugendamt in Winterberg sagt, dass es Konsequenzen gezogen und seine Strukturen überprüft habe. Dort würde man jetzt auch mehr darauf achten, dass keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter mit einem Fall allein gelassen werde. Außerdem werde vermehrt auf gemeinsame Fallbesprechungen und Supervision gesetzt. Der Fall in Winterberg bleibt ein tragischer Vorfall, der sich so nicht noch einmal wiederholen darf. Und wenn ihr noch weitere True-Crime-Fälle aus NRW sehen wollt, dann schaut auf unserem Kanal vorbei.